Raw und Uncut, ja. Die Fisten müssen wir jetzt hier. Müssen wir ein bisschen weglassen. Oh. Boah. Ey, schön, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein. Mega nice. Nett von euch. Ja. Also, du musst ins Mikrofon reinschauen. Achso, sorry. Ja. Ja, ungewohnt. Ja, ey, bei uns alles. Also ganz kurz zum. Erstmal, Benny, wir stellen dich jetzt gleich vor. Wir hatten gerade hier jemanden vom CrossFit Krefeld. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, noch wahrscheinlich nicht. Ich war gerade im Auto. Und wir haben hier jemanden, der sozusagen die CrossFit-Box in Krefeld gehört. Und die haben natürlich auch geschlossen. Und haben wir gesagt, weißt du was, wir machen spontan dreimal die Woche jetzt CrossFit hier. Und der hat mit mir hier gerade trainiert. Es war ein Warm-up von 5 bis 10 Minuten. Und dann haben wir 6 Minuten richtig trainiert. Nach 6 Minuten, mir brennen die Beine, als ob ich, also, es war unfassbar. Du sagst also, es geht auch zu Hause. Ja. Also es geht definitiv, wir haben es extra so gemacht, dass jeder von zu Hause mittrainieren kann. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ihr zu Hause könnt halt einfach mittrainieren. Und die anderen haben halt, auch wenn du mal zum Beispiel keine Gewichte hast, können Leute eine Flasche oder eine große Flasche Wasser nehmen oder so und die mit hochziehen und so. Schon eine ganz geile Geschichte. Aber hey, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du? Warum bist du auf einmal hier? Warum komme ich einfach hier reingelassen? Ja. In ein geschlossenes Café? Ich bin Benjamin von Xiaomi Deutschland, kümmere mich da eigentlich um Social Media. Und wo du gerade das Thema Fitness ansprichst, wir haben natürlich auch ein Fitnessarmband. Nice. Was ich natürlich trage. Und ja, wir haben ein paar Sachen mit euch geplant. Dadurch, dass jetzt die Situation natürlich ein bisschen angespannter ist, bin ich auch persönlich jetzt mal hier. Bringe gerade Merchandise, Produkte und ja, wollen halt ein paar coole Shows. Guck nur, dass das Mikrofon immer da. Ein paar coole Shows zusammen machen und ja. Ich bin gespannt, was das Ganze gibt. Mega geil, weil ich habe ja schon in der Show erwähnt, hey, wir reden gerade mit dem einen oder anderen. Aus der Not sozusagen eine Tugend machen, ist ja so unser Motto momentan. Ja, total. Und was halt mega krass ist, jetzt rücken ja alle Leute im Prinzip digital näher zusammen. Und dann haben wir uns über den Tobi von hiphop.de kennengelernt. Der Toxic, der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus der Hip-Hop-Szene. Der Mann hinter hiphop.de oder auch vor hiphop.de. Und der hat uns dann connected und gesagt, hey, warum machen wir nicht was zusammen? Weil hier passiert sonst eigentlich gerade nicht viel, außer digital. Und dann haben wir, also du hast es selber richtig gesagt, viele in Deutschland kennen euch noch nicht so gut, aber ein Riesenunternehmen, ein Riesenkonzern dahinter, ja, natürlich, weil man halt vielleicht dann nicht in Deutschland den Hauptfirmensitz hat und da gestartet ist, sondern eigentlich aus China kommt. Und ich glaube, mit jedem, den ich bisher gesprochen habe, jeder kannte sofort eure Handys. Das ist, glaube ich, so eins der Produkte, wo die meisten hier in Deutschland schon sofort was mit anfangen können. Und dann, als ich so ein bisschen tiefer reingehakt habe, dann wussten die Leute sofort, dass ihr sogar zum Beispiel einen Staubroboter habt. Unter anderem. Unter anderem, aber also ihr macht ja irgendwie, also du hast gerade gesagt, ihr habt ein Fitnessband. Also unser Motto ist ja Innovation for Everyone und das heißt im Endeffekt, dass wir auch zu einem erschwinglichen Preis die ganzen Produkte anbieten. Und wir machen halt wirklich mehr als nur das Handy, wie das Fitnessarmband. Aber wir haben natürlich ganz, ganz viele Produkte, gerade Home Appliance. Und jeder, der gerade zu Hause ist und irgendwie sein Zuhause digitalisieren möchte, kann einfach bei uns vorbeischauen. Also wir haben wirklich vom Saugroboter über Lampen, über Sensorik sehr viel im Angebot. Sind aber auch erst vor ein paar Monaten in Deutschland offiziell gestartet. Also das wusste ich ja noch gar nicht, dass ihr erst so frisch... Ich dachte mir schon, okay, ihr fangt jetzt gerade an so mit dem Marketing. Aktionen, aber okay, das ist, dann macht das ja auch alles Sinn. So, ne? Genau, also wir sind jetzt erstmal auch mit den Smartphones in den Markt gegangen, weil die Geräte, die am bekanntesten sind von uns. Ey, sorry, dürfen wir dir was zu trinken anbieten? Ja. Sorry, ey, wir wollen gar nicht unhöflich sein. Wir haben eine Bar, deswegen haben wir relativ viel. Also, was möchtest du trinken? Jungs, hol dir auch was. Wir haben Red Bull. Wir haben Red Bull, möchtest du irgendeinen mit Geschmack? Wir haben normales Red Bull Zero, wir haben Red Bull Cola haben wir auch. Bist du ein Red Bull Cola Fan? Die Diskussion hatten wir gerade, weil der Kai ist auch ein Riesenfan, der gerade läuft. Shoutout to Kai. und ich habe ja gesagt, meins ist es gar nicht, aber ich glaube, es gibt zwei Lager und es gibt nichts in der Mitte. Es gibt entweder, findest du es gut oder findest du es nicht gut. Darf man Coke erwähnen auch? Also ja, klar, hau einfach raus. Also Red Bull ist unser Sponsor und trotzdem bin ich da schon ehrlich so. Ne? Also, ja. Nee, also ja, ich bin auch ehrlich, also ich mag es auch. Also. Ja. Ja, ich trinke halt meistens hier Zero, aber Red Bull Cola, ja, das ist bei mir nicht so angekommen. Der Kai, der macht das halt auch richtig professionell hier, ne? Richtig geil. Das wäre ein guter Troll jetzt gewesen, Kai, wenn du kurz vorher weggezogen hättest. Ja, krass. Ja, ihr habt, erzähl mal bitte, also was, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß natürlich jetzt, dass ihr ein paar Produkte habt, das hast du mir ja auch so ein bisschen was erzählt, warte, schieb dir das mal hier rüber. Aber was habt ihr denn, also was sind so, also okay, Handys habe ich verstanden, Staubroboter, können wir so einen auch haben? Weil wir haben unsere. Okay, weil unsere Reinigungskraft ist nicht mehr da. Da wäre das ganz sinnvoll. Also, wir können in den nächsten Tagen mal schauen. Wenn ihr so. Ein bisschen plündern. Ja. Und hab ein paar coole Sachen auch, die wir jetzt dann auch hier lassen können.
Geil. Fokus ist allerdings tatsächlich jetzt in der nächsten Zeit erstmal noch die Smartphones. Ja. Aber ihr bekommt, also gerade jetzt an die Zuschauer, die gerade live dabei sind, wenn ihr auf Mediamarkt einfach mal Xiaomi angibt, dann seht ihr einfach, wie viele, was alles gibt, ja, Produkte wir bereits im Angebot haben. Und ja, also ich versuche euch auch einen Saugroboter klar zu machen. Geil. Ich verspreche dir, der wird hier immer abgefilmt. Da mache ich dir hier. Ja, bestimmt die Batterie gerade leer. Du hast gerade gesagt, du versuchst uns auch noch einen Staubroboter zu besorgen. Die Batterie ist gerade leer gegangen. Ja, wir sind ja hier sozusagen im Dauereinsatz. Wir streamen ja hier so 12, 13 Stunden am Tag. Irgendwann lassen die Batterien dann nochmal nach. Ja, richtig, richtig nice. Ja, also ich habe schon gesagt, ich würde den halt auf jeden Fall die ganze Zeit, ich mache hier irgendwie, keine Ahnung, dann mache ich irgendwie eine Kamera an irgendein Gerät ran und folge eurem dem Roboter, wie der hier langfährt. Ja, da machen wir ein paar gute Sachen. So. Da kommt das Mikrofon wieder. Schön mit T-Shirt, sagt der Schmidi, hat er sich gerade fest verbunden. Ja, auch wenn die Leute dich gar nicht hören, ich wiederhole das sonst gerne. Was sagst du? Erster Eindruck, wir haben ja unser Wohnzimmer ein bisschen vergrößert sozusagen. Ich will den Pool gleich mal anschauen. Jo. Das ist das, was natürlich im Frühling wieder angesagt gewesen wäre. Ja. Ja, ansonsten habt ihr das mega nice gemacht. Also war hier tatsächlich noch nicht vorher. Bin ich auch ganz ehrlich, aber ich finde es mega, was ihr jetzt innerhalb so kurzer Zeit hier auf die Beine gestellt habt. Und jetzt, wenn man, also ich weiß nicht, ob die schon Formate auch geteasert, nicht, dass ich jetzt irgendwie. Wir haben zwei, drei Formate bisher gemacht. Heute das Sportformat, wir haben so einen Nabend, das ist so ein Bar-Talk. Unsere Zocker-Session haben wir gestartet. Wir machen so ein Tagesding, das heißt Tag, da starten wir. Da kommt eine Küche hin hier rechts, also eine Nerd-Küche hier auf den Tischen. Mikrowelle, zwei Induktionsplatten und so. Ne? Dann werden wir da so ein bisschen kochen und ein bisschen Essen machen. Damit starten wir die Show. Das ist ein Format. Wir reacten auf andere Leute. Nachher gibt es so eine CrossFit-Online-Geschichte. Darauf reacten wir mal, wie Leute da trainieren, quatschen ein bisschen drüber. Wollen wir aber eigentlich dann eher über andere Leute reden, wie die halt irgendwas erzählen, Videos machen, was auch immer. So, und ich glaube viel mehr, also ja, das ja tatsächlich, dass wir morgen den ersten Rapper hier haben von hiphop.de. Das wird dann auch passieren. Also es gibt einen Live-Act hier. Ellie heißt der. Der kommt ja aus der Umgebung. Das wird unser erster Test sein. Der wird dann sozusagen da hinten, wo die Kamera gerade steht, mit dem Gesicht zu uns gewandt, also sozusagen in die Halle rein. Der wird dann hier einfach mal eine Live-Session machen und auch freestylen. Mal gucken. Also wir wollen kreativ sein und wollen für jeden Spaß zu haben sein. Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall mega spannend. Also ja. Gerade jetzt auch, dass die Musikgeschichte ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird und ja, im Endeffekt die ganzen Negativ-News, die ja sowieso rumschwirren müssen. Ablenkung braucht da jeder. Also das ist auch unsere Empfehlung, eigentlich zweimal am Tag reichen die Nachrichten. Ja. Ansonsten ist es ein bisschen zu hart, ein bisschen Ablenkung. Ja, also ich glaube auch. Ich glaube, wichtig ist, dass wir alle, wie wir jetzt schon irgendwie alle festgestellt haben, alle Kontakt auf Minimum reduzieren. Das Wichtigste muss sein, aber das muss halt das Minimalste sein, was nur geht. Wenn wir jetzt alle mal zu Hause bleiben. Also ich bin ja nicht mehr wirklich, ich bin ja tatsächlich einfach, genau, bei mir ist das so, ich gehe ja wirklich nicht mehr vor die Tür, weil für mich gibt es gar keinen Grund mehr. Ich habe hier eine Bar, ich kriege jetzt hier noch eine kleine Küche reingebaut, ich wohne, schlafe oben drüber, ich habe hier alles, was ich brauche. Ich gehe wirklich nicht mehr raus. Ich höre aber natürlich von den ein, zwei Jungs, die hier arbeiten, draußen ist halt fast, also Normalzustand würde ich nicht sagen, aber erstaunlich viele Menschen noch unterwegs, dafür, dass eigentlich hier dringend empfohlen wird, dass man ja bitte zu Hause bleiben soll. Genau, also das ist ja auch der nächste Schritt, den ich jetzt gleich gehe, wieder zurück ins Homeoffice. Wir sind auch alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt worden, schon vor zwei Wochen im Endeffekt. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und bleibt auf jeden Fall zu Hause. Das ist auch unser dringendster Rat. Nicht, weil wir aus China kommen, sondern einfach, weil das jetzt gerade das Vernünftigste ist, was du tun kannst. Unbedingt. Um das einzugehen. Also das muss man, also lass es ja gar nicht zu tief reingehen, aber das ist ja relativ beeindruckend, wie schnell China dann Konsequenzen gezogen hat. Am Anfang ist es zwar super schnell eskaliert, aber dann halt auch richtig Cut und jetzt wollen wir es vernünftig direkt handeln. Ich glaube, davon hätten sich einige andere Länder mal eine Schippe von abschneiden können. Aber ja, sag mal, also ich weiß, dass wir das eine oder andere Produkt von dir bekommen. Ich weiß, ich hörte auch schon von Micha, der bei uns arbeitet, mit dem du ja auch schon im Austausch warst, dass wir natürlich auch die eine oder andere Möglichkeit finden, um live das eine oder andere Produkt zu benutzen. Hast du von den... Ich habe natürlich mein Smartphone jetzt gerade dabei, aber das ist aktuell das... mein Smartphone, mein privates Smartphone ist aktuell das Mi 9. Also sprich das Vorgängermodell von dem, was am 27. kommt. Ja. Da haben wir auch ein bisschen was geplant. Livestream, also auf unserer Seite haben wir dann einen Livestream von der Keynote, also der Vorstellung des Produkts. Und ja, genau, also dann kommt der Nachfolger von dem Handy, was ich aktuell nutze. Ja. Natürlich habe ich,
darf nicht zu viel sagen, vielleicht habe ich das aber auch schon im Auto. Wow. Okay, vielleicht können wir das dann auch schon mal zeigen, aber erst ja, in ein paar Tagen im Stream. Aber ansonsten die aktuellen Handyprodukte, ein paar Funktionen und so weiter. Da könnt ihr auf jeden Fall coole Sachen machen. Geil. Auch unterschiedliche Sachen, wie die ihr vielleicht aus der TikTok-App kennt. Ich weiß nicht, du bist eigentlich nicht Generation TikTok. Ich bin nicht Generation TikTok. Ich habe aber im Stream schon erwähnt, schwere Zeiten bedeuten schwere Entscheidungen. Ich habe mir einen TikTok-Account gemacht und werde den früher oder später. Ich habe jetzt registriert, ich habe mir ein Profilbild gemacht. Ich muss eigentlich nur noch loslegen. Momentan überschlagen sich ja so ein bisschen die Ereignisse. Deswegen muss ich erstmal so richtig in den Groove reinkommen, so Abläufe für meinen Tag zu haben, weil ich versuche natürlich immer morgens so ab 8 ungefähr so die Backoffice-Sachen zu machen und dann ab 12 hier zu sein. Aber das wird jetzt auch passieren. Und da kann man halt dann das Handy super viel benutzen. Genau, also wir haben ein paar Modis eingestellt, die ihr nutzen könnt. Ja. Das mache ich live. Das ist ein Live-Format dann. Gerne, also wir können ja verschiedene Sachen drumherum denken. Lass uns da aber nochmal zu telefonieren. Ja, das hört sich gut an. Nein, aber das ist ja so ein bisschen die Idee. Lass uns die Sachen einfach authentisch gut benutzen. Wofür kann man sie nutzen? Das direkt mal live mit reinbauen. Finde ich richtig gut. Und ja, ich glaube, wir finden gerade bei den Sachen, die ihr habt, das Armband. Das erklär mir mal. Da bin ich jetzt gerade, ich habe gerade Sport gemacht. Ja, unser Armband, das ist Mi Band 4, das aktuelle. Ist auch das Armband, das Fitnessarmband, was in Deutschland am meisten verkauft wurde. Wird gar nicht oft mit uns assoziiert, weil, ja, das heißt halt Mi-Band, ne? Also Xiaomi. Okay, denkt halt keiner. Denkst du jetzt nicht sofort dran, allerdings ist es wirklich ein cooles Teil. Es ist auch wirklich unter den Fitness-Trackern eines derer, die du am ehesten dir auch für ein kleineres Budget dir leisten kannst. Ja. Also sprich, wir verkaufen was das aktuell das? Für zwischen 29,99 und 34,99. Ach Quatsch. Je nachdem, auf welchem Kanal du da gerade kaufst. Aber okay, aber selbst für vielleicht haben wir mal ein paar Coupons raus auch. Ey, okay, aber das ist ja wirklich günstig. Das ist richtig günstig. Also ist ja wirklich günstig. 35 Euro. Und Preis-Leistungs-Verhältnis, also du hast jetzt da auch nicht krass andere Funktionen als bei den Geräten, die jetzt 70 Euro aufwärts kosten. Also. Das Ding ist, wir beide sitzen ja in meinem Kopf. Ich bin ja so ein Typ, der hat immer direkt Ideen und ich hau sie ja immer gerne. Okay, aber also da müssen wir ja auch so eine Art Format mit unseren Zuschauern machen. Die müssen sich so ein Armband besorgen. Und dann müssen wir, ich tracke meine Schritte, nehme ich mal an. Ich tracke meine Schritte, ich kann verschiedene Sachen damit machen. Ich kann meinen Schlaf damit natürlich tracken, also jetzt gerade in so Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen unruhig schläft, gar nicht so verkehrt, dann weißt du direkt, was du da auch... Ja, oder gar nicht schläfst. Wenn du gar nicht schläfst, das ist gefühlt. Deswegen im Red Bull dann. Ja, das ist recht, du hast tatsächlich recht. Nee, aber genau, also man kann verschiedene Sachen machen. Wir haben auch eine App dazu, die heißt Mi Fit. Also sprich, das Ganze ist auch in einem digitalen Ökosystem dann auch auf deinem Handy die ganze Zeit drauf und ja, über Bluetooth im Endeffekt verbunden. Kannst verschiedene Sachen dann damit tracken. Also idealerweise machst du natürlich dann auch noch ein paar andere Sachen, wie jetzt CrossFit, wo du dann dir auch noch aufschreibst, was du zusätzlich machst. Aber wenn du jetzt, wenn die Joggingrunde noch geht, dann kann ja auch ganz gut deine Schritte zählen, dir sagen, wie viele Kilometer du gelaufen bist und ja, wo du auch lang gelaufen bist natürlich. Ich sehe schon so ein Leaderboard für all unsere Zuschauer, wo man so, kann man, okay, das wäre jetzt eine Frage, ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber kann ich von den Bändern die Daten der Schritte irgendwo rankingmäßig einpflegen? Oder gibt es die Möglichkeit, das irgendwie hinzukriegen? Stell dir mal vor, wir würden so eine Art, also wenn du es nicht weißt, versuch das mal rauszufinden, weil der Gedanke, falls das interessant ist, wäre doch, alle Leute, die so ein Band haben, können so eine Art Competition gehen, wer macht wie viele Schritte? Und wenn du nur zu Hause bist. Und also ich bin so jemand, wenn ich telefoniere, renne ich immer im Kreis über. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause auch macht, aber ich bin so einer, der telefoniert und rennt und rennt und rennt und dreht sich und ich laufe immer so um den Tisch bei uns. Und dann gucke ich abends manchmal auf Also du hast jetzt hier zum Beispiel die Schritte, die dir einfach angezeigt werden auf dem Band. Also sprich, ich habe heute nicht viel gemacht, habe 2 Kilometer abgespult. Ja, wenig. Aber wir sollen ja nicht raus. Dementsprechend ist das wahrscheinlich ganz gut gewesen. Aber was wir natürlich machen könnten, wenn wir jetzt digital das nicht hinbekommen, bekommen wir es vielleicht mit einem Social Media Ranking hin. Absolut. Und einfach einmal kurz abfotografieren. Dann ist uns ja auch egal, welches Fitnessarmband du benutzt hast. Also wir sind ja hier super offen, auch die Community. Wir haben ja eine mega geile Community. Also das sind ja coole Aktivierungen, weil die halt einfach, die machen Spaß. Die Leute werden mit integriert in die Geschichte. Ja. Dann über Social Media einmal am Tag so abfotografieren und sagen, hey, übrigens, heute habe ich. Der Gewinner, der gewinnt dann die Privatstunde, wie auch immer. Der gewinnt den Staub... Oder der gewinnt was anderes Cooles. Den Staubsauger. Ja, zum Beispiel. So verbinden wir alles. Kannst du dann... Ich weiß nicht, ob er die Schritte zählt, wenn du mit dem Staubsauger, wenn du den durch die Wohnung fahren lässt. Aber das müssen wir mal ausprobieren dann. Ja, nice. Ja, ich sehe schon. Finde ich richtig gut. Mega cool. Also ich habe noch nie so kurzfristig mit jemandem eine neue Partnerschaft
eingetütet sozusagen. Klar, da sagen wir aus der Not gedrungen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es entwickeln sich hier in der einen oder anderen Richtung richtig coole Sachen, die man so halt vorher, weil jeder ist in seinem Alltagsstress, weißt du? Jeder macht so sein Ding, du hast so deine Scheuklappen an. Klar, du guckst immer mal ein bisschen nach links und rechts und wir als Unternehmen wollen auch immer irgendwie innovativ sein, immer mal was Neues ausprobieren, mit neuen Leuten sprechen, aber du bist ja auch in so einem Daily-Stress, ne? Du musst deine Sachen abarbeiten und ich habe das Gefühl, alle gucken sich jetzt komplett um und sagen so, okay, lass uns jetzt mal weißes Blatt mäßig arbeiten. Es macht auf jeden Fall ganz Sinn. Also es gibt so viele Möglichkeiten jetzt auch im digitalen Raum was zu machen. Klar, in Gedanken ist man natürlich auch bei den Leuten, die das jetzt nicht machen können, aufgrund ihrer Jobs, aber jeder, der sich da angesprochen fühlt, der da irgendwie jetzt noch was weitermachen kann im digitalen Raum, nur zu. Also die Leute sind zu Hause und die Möglichkeiten sind so vielfältig. Also gerade jetzt so eine Kooperation, die wir dann jetzt starten quasi mit diesem... Ja, ich laufe hier quasi, spontan. Ich laufe hier rein. Nicht so hoch hat sie, ich hatte mein erster Gedanke war, verlaufen. Ach Mist, haben wir vorne die Tür nicht zugemacht. Ja, habt ihr nicht. Ja, take TV. Maximale Sicherheitsvorkehrung hier. Aber ich dachte mir, oh, da hat sich jemand hier verirrt. Vielleicht dachte er, die Bar hat heute auf. Und da habe ich gedacht, nee, warte mal. Ich hatte nämlich deine WhatsApp noch nicht abgehört und habe gedacht, nee, der ist bestimmt jetzt auf dem Weg, der kommt jetzt. Ja, und dann, ja, cool. Genau. Finde ich richtig gut. Ja, offizielles Announcement. Xiaomi und Take TV. Wir sind jetzt wieder am Start. Hier, Partnerschaft. Neue Partnerschaft. Geil. Mega nice. Also, freut mich richtig. Und vielen Dank übrigens auch nochmal an Tobi, der uns verbunden hat. Ohne ihn wäre das sozusagen nicht möglich gewesen. Wir sprechen später nochmal. Ja, und falls wir du auch. Zuhörst. Wir auch. Wir haben auf jeden Fall mit den Jungs von hiphop.de auch ein bisschen was vor. Und ich glaube, in solchen Zeiten, wie gesagt, zusammenrücken, dann auf digitale Ebene, bedeutet dann zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen auf allen Ebenen, wo man kann. Und ich glaube, das ist dann sozusagen für alle einfach nur eine coole Nummer. Und das ist genau das, was wir gerade tun sollten. Denke ich auch. Und tut auf jeden Fall auch was Gutes. Es gibt so viele Spendenaktionen, ich möchte jetzt nicht zu irgendeiner aufrufen, aber guckt, dass ihr da, wenn ihr die Möglichkeit habt und in sicheren Sattelfest seid, was eure Einkommenssituation oder... Wir haben auch schon gesagt, ich meine, wenn wir so Partner wie euch haben, wie dich haben und auch den anderen, wir bekommen ja auch Produkte und auch da müssen wir einfach mal überlegen, was können wir Gutes tun? Auf jeden Fall. In der Show Leuten, also wir haben schon überlegt, ob wir in einem unserer Talks mit Leuten sprechen, die gerade ganz akut betroffen sind von der ganzen Situation, Lebenslage ändert sich, können wir euch unterstützen. Und wenn es halt nur mit ein paar Produkten ist und wenn es einfach nur das nette Lächeln ist, was wir vermitteln können, indem wir einen Tray Red Bull rüberschicken und vielleicht ein Armband oder so und die Leute sagen, ey, die Geste. Wir sind offen für sowas. Also wir sind auf jeden Fall gern dabei, auch die Community zu unterstützen. Unsere Community ist gar nicht so klein, also wie man meinen würde. Ja. Ist auch selbst organisiert gewesen. Also auch nochmal großes Dankeschön von Xiaomi-Seite in Richtung Community. Geil. Für die Treue der letzten 10 Jahre und auch für den ganzen Aufbau, speziell Micha, falls du zuguckst und das hören würdest. VOD. Genau. Das wird er sehen. Ja, stimmt. Irgendwann wird er das sehen, stimmt. Nee, aber wir haben halt... Grüß dich. Genau, Grüße an Micha. Und... Ja. Ach, unbekannt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen wollte. Die Community, 10 Jahre, die viel geholfen hat und dass sie halt sich selbst auch gut auch organisiert hat und supportet, wo es geht. Ne? Ohne, dass wir einen Markteintritt hatten. Also hier auch fettes Shoutout in diese Richtung. Geil. Ja, das ist, glaube ich, das, wie es am meisten Spaß macht. Eine gute Community haben, Leute, die Spaß daran haben. Innovation for Everyone ist übrigens... Das ist unser Motto auch, das Motto auf unserer sozialen... Das ist echt nicht schlecht, ne? Also hat irgendjemand vom Marketing verstanden, wie es funktioniert? Ja, ist ja auch im Endeffekt das, was wir machen. Also wenn man uns kennt, wenn man es vielleicht mal so ein bisschen jetzt auch auf Social Media bei uns reinschaltet, gibt ja nicht nur einen Xiaomi-Kanal, kann ja auch mal den globalen Kanal euch angucken, aber natürlich Xiaomi Deutschland erstmal folgen. Auf jeden Fall. Ganz wichtig, Instagram, Facebook, Twitter. Wir sind ja überall lustig unterwegs mit den Kollegen Manu und Philipp vor allem. Die jetzt nicht hier sind, aber Philipp zum Beispiel ist gerade unterwegs, hat eine Hilfslieferung in seinem privaten Auto und das geht jetzt auch Richtung DRK, also wir sind auch in der Seite aktiv und versuchen da wirklich alles Mögliche zu tun, um dann halt auch... Wenn ihr sowas macht, ne? Wenn es die Möglichkeit, ich rede ja einfach, ich denke ja nur laut, wenn ihr mal ein Foto oder sowas davon habt oder so, wir würden sowas super gerne posten, mal erwähnen in der Show, einfach mal zeigen, was ihr so macht hinter den Kulissen, einfach... Das erzeugt ja auch eine gute Stimmung, so, weil Leute sagen, ey, cool, die Leute kümmern sich so. Ne? Und das bringt ja auch einfach ein gutes Image mit und Leute denken dann positiv und denken dann auch darüber nach, kann ich selber vielleicht auch was tun? Naja, Corona-Washing wollen wir jetzt nicht machen. Das geht ja wirklich auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, es muss halt authentisch sein. Genau. Ne? Und also man muss es nicht irgendwie so auf Teufel komm raus in dein Gesicht mäßig machen. So wie ich es gerade gemacht habe. Nein, überhaupt nicht. Nee. Also ich glaube, das ist bei uns das Wichtige. Ich glaube, offen und ehrlich einfach
ansprechen, was man denkt und was man macht und so, ist auch total fein. Mhm. Irgendwie hier Sellout-mäßig, glaube ich, ist nicht der Sinn und Zweck der Geschichte. Ich glaube, man findet von ganz alleine coole Wege, das hinzukriegen, dass die Leute davon irgendwie Wind bekommen. Und ich meine, das hier war nicht geplant. Also, nee, das war komplett in keinster Weise. Es gibt hier gerade kein Skript. Wir haben nicht geplant, dass wir hier sitzen. Wir haben nicht geplant, dass wir darüber sprechen. Du hast gesagt, ich komme vorbei, ich bringe Produkte vorbei. Ja. Und mehr wusste ich nicht. So, und ich sehe da nur irgendeinen Typen in der Ecke und denke mir, ja komm, also ich glaube, ich weiß jetzt, wer das ist. Komm mal rüber. Und ich glaube, so wird unsere Show die nächste Zeit immer funktionieren. Irgendwas wird spontan passieren und wir sagen, weißt du was, komm einfach rein. Also ich hatte gedacht, ich hätte noch eine Sporthose, habe ich nicht gefunden, habe ich mich hier auch live mal eben umgezogen und dann gesagt, komm, zieh mir hier irgendwie meine Joggingbooks aus dem Keller an. Die Jungs rennen runter und holen mir die Sachen. Also einfach, ja, so raw und uncut-mäßig. Ja, nee, ist auch cool. Also ist auf jeden Fall lässig. Ich denke auch, da kommen ein paar coole Sachen. Also auf jeden Fall täglich einschalten, wenn ihr mal nicht die Bad News von Nachrichtensender XY hören. Ja, weil vor allem nicht den ganzen Tag. Ne? Nicht, auf gar keinen Fall. Auch zu viele Videos auf YouTube anklicken, die in diese negative Richtung kommen, ja, weil das schubst euch dann auch vom Kopf her in so eine Richtung, die nicht, ja, sein muss. Ja, genau. Gebe ich dir vollkommen recht. Wir müssen ein bisschen Sport machen, um frei. Ein bisschen Sport machen. Zu Hause kann man, also wie ich gerade gemerkt habe, ich habe sozusagen eine kleine Mini-Handel benutzt. Das hätte ich aber tatsächlich mit einer Flasche Wasser austauschen können. Hm? Und ich bin für heute fertig. Also, wenn ich das jeden Tag machen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwie der Hulk werden oder so. Also, zumindest fühlt sich das so an. Wahrscheinlich nicht, aber es fühlt sich zumindest so an. Ja, das ist schon ganz nice. Ja, für dich geht es jetzt gleich nach Hause. Für mich geht es jetzt wieder zurück ins Homeoffice. Ich muss auch. Ich bin bestimmt schon wieder spät dran. Ja, meine Freundin hat jetzt Feierabend, ich muss die mal abholen. Ah, ja, oh, okay. Wahrscheinlich 2 Uhr. Ja, genau. Oh, okay. War schön, dass du da warst, Benni. Und danke euch. Ich hole noch die Produkte. Unbedingt. Ein. Vielleicht hilft mir einer von, ja, euch, der beiden. Kai oder der Schmidti, die können auf jeden Fall helfen. Ja, wir danken dir. Mega geil, dass du da warst. Komm gut nach Hause, bleib gesund. Und mega geil. Xiaomi, bei uns mit am Start. Ab heute. Was soll ich euch sagen? Sowas hätte ich vor einer Woche, wenn jemand gesagt hätte, übrigens in der Woche habt ihr irgendwie einen riesen neuen Partner, der mega viele krasse Produkte hat, von denen ich nicht mal genau wusste, was die alles haben, muss man einfach mal so sagen, hätte ich halt vielleicht gegrinst und gesagt, ja klar, und sonst, was machst du so? Das ist schon ziemlich nice. Das ist schon ziemlich nice. Schmidti, ich überlege gerade, wenn wir den Übergang machen, ne? Also wir machen ja hier Live-Talk, wenn wir den Übergang machen, ich gehe jetzt, stehe gleich auf. Dann sieht das ja erstmal kacke aus, dass die Kamera frei ist. Ne? Das ist ja Raw und Uncut, ist ja alles cool, aber wir wollen das ja improven, wo wir können. Was machen? Was ist das nächste Bild, was wir dann zeigen? Können wir irgendwie einen Weg, wie ich hier langlaufe, mit einer irgendeiner festen Kamera machen oder schneiden wir auf dich? Also ich kann jetzt auf die Regie-Cam gehen. Ja. Wenn ich quasi von hinten so ein bisschen laufe, dann würde ich direkt auf die mobile Cam gehen. Ja, lass das mal machen. Ich laufe dann sozusagen durch den Sport-Setup hier. Dann cutte ruhig mal. So, Freunde, ich gehe mal rüber zum Gaming-Bereich. Oh, meine Beine sind so schwer, das ist unglaublich. Ah!